Und damit willkommen zu Nio, ein Dark Souls-lastiges Spiel, eines Spiel der Souls-Reihe. Ich glaube, weißt du die Macher? Kennst du die? Nö, die Macher kann ich nicht. Ich glaube, bei Bandai Namco hat, glaube ich, Dark Souls gemacht. Auf jeden Fall zocke ich mit dem DJ. Hallo. Hallo. Dieses Mal werde ich spielen. Wir werden es nicht streamen, so wie ihr es vielleicht schon gesehen habt. Wir werden es in Parts schneiden. Ich versuche, so wenig wie möglich rauszuschneiden. Aber wenn ihr mal was geschnitten seht, dann wahrscheinlich entweder, weil jemand passiert ist oder weil ich einfach zu oft gestorben bin. Naja, das wollen wir ja dann auch nicht sehen. Also der DJ hat schon mal ein bisschen reingeguckt. Hat schon mal ein bisschen, also was heißt reingeguckt? Hast du, glaube ich, einen Trailer gesehen, oder? Ich habe den Trailer nur gesehen und sag jetzt von Anfang an jetzt hier, ich bin ein ganz großer Fan von Samurai. Samurai-Filme und dergleichen. Und ich habe mir auch vorher mal vorab so ein kleines Video angeguckt, dass Neo oder Nio eigentlich der erste europäische Samurai war. Und das alles auf wirklich auf nicht eine warme Gegebenheit, aber dementsprechend doch was dran ist. Also ich habe mir nichts angeguckt. Ich weiß, wir haben ja auf dem Kanal vom DJ, hast du ja manchen Trailer hochgeladen, den Spiele-Trailer. Ja. Ich habe mir den extra nicht angeguckt, weil ich mich nicht spoilern lasse. Aber ich weiß echt nicht, also ich weiß, dass Nio ein Samurai-Spiel ist oder Dark Souls-haftig sein soll, also ein Souls-Spiel. Genau. Aber ich weiß nichts über das Spiel. Ich würde auch sagen, wir quatschen gar nicht mehr weiter. Ich erwarte auf jeden Fall, dass das Spiel schwer wird. Hoffe ich auf jeden Fall, weil dann kann man den einen oder anderen witzigen Schnitt reinmachen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Hau rein. Natürlich. Fünfmal gelesen. Marco Polo. I'm Ritter. Some call it a miraculous stone. The philosopher's stone. England remains locked in combat. With Spain, the country where the sun never sets, for control of the entire world. Her forces weakening with every battle. The Queen and her inner circle turn to divination and alchemy. Hiring pirates like us to find Enrita for them. With that power, they managed to defeat the invincible Spanish Armada. But now it seems they want to keep their methods a secret. It seems death won't stop chasing me. Also sind wir ein Pirat? Aus England, so habe ich das verstanden, ne?
geschafft. Wie alt ist das Spiel jetzt? Da ist das Schau schon älter, ne? Aber nicht so alt. Ich glaube 2014? 15? Also man kann sich jetzt auf jeden Fall Nioh 2 bestellen. Und ich, aber die Grafik ist doch heftig geil. Als wenn du das wusstest. Wusstest du das? Dass du da durch kannst? Ja. Oh, das hier ist ja gemacht, eine Seele genommen. Oder? Oh Gott, oh Gott. Okay, oben links haben wir auf jeden Fall unser Leben. Unser Stamina. Finisher! Kann man nicht machen. Also, ich, wenn, dann weiß ich nicht wie. Ich würde mir sehr, sehr gerne sein Schwert nehmen und seinen Verliesschlüssel. Nahkampfwaffe 1, nehmen wir das Bastardschwert, so heißt es hier. So, okay. Also, was auf jeden Fall jetzt schon mal anders ist. Ich weiche mit Viereck schlage ich, ist normal in solchen Spielen. Mhm. Normalerweise weiche ich mal mit Kreis aus, aber hier ist ein X. Ich weiß schon, warum ich gesagt habe, du sollst das spielen. Warum? Dann schau dir die ganzen Zahlen da sehen, wenn du da das Menü aufmachst, ne? Von den ganzen Schwertern und was da guckt, dann werde ich schon wieder ganz kirre im Kopf. Wie kommt man? Also. Ah, da ist die Kiste. Natürlich können wir die ganzen Waffen hier nicht mitnehmen. Wachen des Tower of Londoner. Auf London Stiefel. Ich versuche die Wachen immer ein bisschen. Oh Gott, weil ist die gleichen, oder? Ja. Nee, es ist nicht. Brechen? Das hat hier mehr Nahkampfangriff. Warte, ich kann beide haben? Oh. Nee. Lass mich mal ganz kurz in die Steuerung reinfinden, also. Okay, das haben. Haben wir nicht gerade ein Schild gefunden oder bin ich. Oh, das ist ja nicht drauf geachtet. So. Oder waren das die Schuhe, die wir gefunden haben? Accessoires? Nee. Bindung? Nee. Anscheinend wohl nicht, ne? Nee. Aber wie kann ich. Weil. Kann ich. Scheint wohl nicht. Aber wäre cool gewesen. Ja, Samurais kämpfen aber nicht mit zwei Schwertern immer. Wo jetzt nur als. Ja, aber was will ich mit einem Samurai denn mit. So ein Katana! Du musst deinem Schwert nachher noch einen Namen geben, ne? Muss ich? Ja, ja, alle guten Schwerter haben einen Namen. Das ist aber aus der einen Serie. Nein, das habe ich aus Kill Bill. Wusste ich doch nicht, was ist. Mach das Tor und einen Mantel, denn das rüstest du sofort aus. Also es ist am Anfang ein bisschen sehr viel Ausrüsterei, es tut mir leid. Ja, aber ist eben Bestandteil des Spiels, also ne? Mhm. Und deswegen habe ich ja gerade auch gesagt, dann sowas lasse ich dich lieber spielen. Das ist mir zu viel gewuselig nun her. Da ist einer. Also ich weiß nicht, ob das auf jeden Fall so ist, also in den. Nee. Warte. Oh, der hat da was geschmissen? Pfeil, ne? Pfeil. Schwein. Dann schießt der. Oh Gott. Oh, die machen ja richtig Damage.
Ja, Medizin. Kannst du den nicht wegschlagen, wenn er schießt? Schießt du auch mal? Nee. Also nur ab, ja. Entweder ausweichen oder... Also ich will mich auf jeden Fall noch nicht heilen. Oh Gott! Gestorben. Ich will mich auf jeden Fall noch nicht heilen. Ja, vor allem, du kommst da in den Raum rein und direkt tack! Ne? Was sind wir jetzt hier? Hier? Ja, okay, das ist ja auch in den Souls-Spielen so, ne? Ja, du kannst froh sein, dass du die Sachen nicht sammeln musst nochmal, ne? Ja, das wäre ein bisschen zu krass, aber auf jeden Fall fängt man immer am letzten Checkpoint an. Ich habe natürlich nur gemacht, um die ganze Medizin zu farmen. Ich will auf jeden Fall wieder rennen. Jetzt bin ich den falschen Weg gegangen, ne? Ja. Samurai Pizza Cat. Aber ich habe das Gefühl, er ruckelt manchmal an manchen Stellen, oder? So leicht? Ja, irgendwie, ne? Obwohl ich jetzt auch, ich will jetzt nicht angeben, aber die PlayStation Pro ist. Angeber. Kann ich nicht anschleichen? Wollte ich gar nicht. Also wenn ich einmal mache, mache ich so einen, wenn ich doppelt drücke, dann mache ich so eine Rolle. Okay, das müssen wir wissen. Das ist dem Spieler sehr wichtig. Der ist wieder, ne? Der wartet doch förmlich auf dich, wenn du da reinkommst. Der öffnet die Wiener Sissens mit Black Flag, ne? Ja. Ich glaube, das machen alle Piraten so. Das war ein Beinschutz? Warum habe ich den Kopfschutz gelesen, Alter? Ist hier... bin ich blind? Oh, schau auf, Alter. Ich hätte gerne bitte mehr Ausdauer, danke. Ich glaube, wenn der dich einmal trifft mit dem Stab, ist Ende, ne? Ich glaube, der Stab macht weniger Schaden als die doofen... Schwerter? Meinst du? Gehe ich davon aus. Was sucht man denn jetzt hier den Turm? Die wunderschöne Prinzessin. Auf der Erbs? Wir wurden ja gefangen genommen. Ich war eher davon aus, dass wir versuchen zu fliehen. Achso. Oder suchen wir jetzt Rapunzel? Was ist das? Ja, ist das denn? Das ist ja unsere. Als Samurai beten wir. Ach, dann heilt er sich bestimmt, oder was, ne? Nee, es ist da wahrscheinlich unser Checkpoint. Ah, okay. Checkpoint, das schon mal. Okay, dann müssen wir immer solche Altare suchen, ne, damit wir da abspeichern. Das ist, glaube ich, immer so First Try, ne? Also schnell suchen, ne? Bevor du dann wieder dann stirbst und da hinten anfangen musst. Ja, hab ich den gerade nochmal gemacht. Ah, da. Aber wenn wir das auch machen, spawnen noch alle Gegner wieder. Er sieht uns nicht. Was ist hier los? Ist da einer? Wir sehen nichts. Oh, das hat er nicht gesehen. Jetzt ist er stinkig. Oh Leute, die machen aber richtig Damage, ne? Oh, wir haben ihn gebrochen.
gesehen, wie er auf dem Boden gewindelt hat? Gewindelt? Ja, gewindelt. Um sein Leben. Bist du sicher? Vollheilen. Du hast gerade gesagt, dann kommen die Gegner wieder. Ja, aber wir müssen dann mal hin. Das Spiel scheint auf jeden Fall böse zu sein, wenn die Gegner hinter der Wand platzieren. Ja, vor allem die lauern ja auf dich. Ne? Ich hab jetzt gedacht, da kommt auch einer hier um die Ecke da. Wäre ja wieder. Ne? Deswegen bin ich auch so reingerannt. Die gleiche Situation gewesen. Indeed, the pirates have served their purpose. The death of the leader of Japan will spark a war and a wonderful opportunity to acquire more Amrita. Once tomorrow's execution takes place, we will get our hands on a compass that will lead us to that Amrita. With enough Amrita, we could subdue Spain, perhaps even the world. The day when England reigns supreme is near. But our beloved queen thinks of Amrita as nothing more than gold or gemstones. We must find them before our nation's rivals do. Edward Kelly, you will go to Japan. It seems it would be to our advantage to keep the wars alive. We cannot gain Amrita if blood does not flow. Hey, who are you? Hello. Okay, das heißt jetzt, ja, erobern in Spanien, dann England und dann die ganze Welt. Jetzt haben wir Armschutz gefunden, der sogar gelb leuchtet, also Handschuhe. Ist ja schön. Jetzt haben wir Handschuhe an. Im Dunkeln, damit die Leute dich besser sehen können. Ah, mein Ohr, warte mal. Okay. Ich dachte, du sitzt drauf. Gebt mir eure Medizin. Medizin ist das. Ich bin zu Hause. Genau, haben wir hier schon mal einen Shortcut. Oh, jetzt versuchst du durch die Mauer zu glitschen. Aber was jetzt? Hier runter? Natürlich ist eine Kiste. Mit dem Londoner Hut. Jetzt haben wir komplette Ausrüstung. Wow. Ich bin Batman. Na, wie gesagt, ich liebe Samurai-Filme. Auch die Mythen, auch die Schwarz-Weiß, es gibt. Boah, das sind zwei, pass auf. Da ist auch noch einer. Diese alten Samurai-Filme in Schwarz-Weiß sind auch mega fett. Lauf, Sonne, lauf! Das war geplant. Frage jetzt. Nutzen sich die Dinger ab? Die Speere oder Schwerter oder... Ne? Oder? Die nutzen sich ab, ne? Wo denn?
Oder was ist dieses? Das ist einfach nur die Power davon oder was, ne? Die Balken? Ja, dieser blaue da. Das zeigt, oben. Wie viel ich mit dem Schwert kämpfen kann. Vertrautheit. Ja. Das zeigt einfach nur, wie gut ich mit dem Schwert bin. Ach, wie lange du levelst die in dem Sinne jetzt gerade auf, oder was? Ja. Ah, muss man wissen. Okay, die nutzen sich aber nicht ab, so wie ich also das jetzt sehe. Ne? Ich weiß, dass sie den Dark Souls sich abnutzen. Ja. Ich kam jetzt so da drauf, ne? Es gibt ja Spieler, die da nutzen sich die Dinge ab. Denn eine Karte. Map heißt? Nein. Ja, das ist gut. Wir, das finde ich aber gut. Ich finde das, dass die Waffen sich nicht abnutzen. Ich finde das dämlich. Also mal ganz ehrlich. Oh, da ist einer wieder in der Ecke. Nichts ist nerviger, wenn sich Waffen da irgendwie abnutzen. Vor allem ist das ja Stahl, ne? Ja, aber da ist auch jemand stumpf. Ja, stumpf, dann kannst du schärfen. Ja, bitte. Ich weiß aber nicht, wo wir jetzt hin müssen. Hier kamen wir. Ja? Ciao. Ja, das war die Brücke und der Bogenschütze. Ah, okay. Die Kamera ist so langsam. Vielleicht bist du einfach nur zu schnell, du Ochse. Lauf doch mal normal da hoch. Ich will sprinten. Wie ein Ninja. Ja, aber da wird mir schlecht von. Das ist, als wenn wir jetzt durch den Regen laufen würden, ne? Das ist patsch, 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 patsch. Mhm. Wo ist der? Da war der Typ drin, ne? Ah ja, hast du durchgeguckt, haben wir da, ne? Der ja. Quatscht hat. England geht bei uns, haha. Und Spanien auch. Nichts zu vergessen. Hä? Ja, man hat jetzt wieder keine Karte oder so, ne? Nee. Oder ein Pfeil, der wieder irgendwas zeigt. Dann haben wir schon wieder... Ah, hier waren wir noch nicht. Ah, da, ja. Nur mal einen Hustenbonbon nehmen. Da ist der einfach im Video, ich weiß es nicht. Essen, das Lutsch. Das hab ich ziemlich weit aber doch gleich. Ach, die Schweine, ne? Ich finde es ziemlich krass, wie viel Schaden die einem machen, ne? Mhm. Du klatschst da 4, 5, 6 Mal drauf. Bling, bling. Also ich muss ja jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich jetzt hier so sehe vom Spiel her, gefällt es mir auf jeden Fall besser als Dark Souls. Oder wie hast du Samurai zu tun hat? Ja, nein, aber auch, weiß ich nicht, sieht an, weiß ich nicht, angenehmer aus, finde ich. Oder dieses Bloodbone. Ah, finde ich das hier besser. Twilight Samurai. Müssen wir mal gucken. Auch ein geiler Samurai-Film. Werbung für Filme? Ja. Oder welcher auch geil ist, ist Hunted. Mit Christopher Lambert. Müsst ihr euch auch reinziehen. Geiler Film. Du bist zu langsam mit dem Ding, ne? Kann das? Mhm. Mhm. Alter! Ja, okay, wenn du anderen triffst, dann triffst du richtig, ne? Ja. Oder ich muss ja. Timing. Timing ist alles. Muss man ein bisschen. Oh, ich hasse sowas in Spielen, ne? Rumüben. Die sind gepanzert, ne? Das ist ein Ritter, oder? Mhm. Okay. Glaubst du, die schaffen die? Nö. Ich würde mir erstmal einen Safe Point suchen und dann dahin gehen. Ist recht, ne? Ja. Aber vielleicht ist dahinter ja ein Safe Point. Vielleicht kommt auch einer hier. Wenn jetzt hier auch Ritter kommen oder was, dann würde ich sagen, okay, dann mach. Warum finden wir Steine? Was bringen wir Steine? Und warum sammeln wir sie auf? Das sind ja nur mehr Ritter.
will raus. Bitte. Was ist denn dahinter? Was war denn das jetzt? Steine. Spitze des Turms, da könnte ich wohl fliehen, aber wie komme ich dort drauf? Ist das ein Ritter? Ja. Wollt ihr wirklich riskieren? Ich weiß nicht, guckt ihr uns an, ne? Jetzt. Oh, der Nax. Der Nax, also wenn der nicht einmal. Was? Ich einfach so lange rennen. Siehst du deine. Ich hab richtig Angst, wenn ich sehe, wie viel Schaden die normalen Gegner machen, ne? Hör auf zu blocken, du Penner! Einfach so im Kampf anschauen, hör auf zu blocken! Sag ein Mann! Sache, ne, habe ich ja gerade angesprochen, Timing. Wenn du langsam raus oder ne, weißt, wie die Waffen funktionieren, wann du schlagen musst, ist ja heftig die Waffe, ne? Und dann krieg, also den Ritter schaffe ich ohne Hit, ne? Aber kein Fallschaden kriegt er? Weil so wenig. Pardon. Und Brustpanzer. Wo guckt ihr denn hin? Ah, pass auf, okay. Der ladet nach, pass auf. Was? Da haben wir, was haben wir denn gerade bekommen? Eine Waffe? Schlechterer? Kannst du die auch kaputt machen? Kriegst du was dafür? Oder? Das dann sind sie weg. Gesehen. Ja, okay. Keine Ahnung, irgendwelche Materialien kriegst du oder was weiß ich. Die Brustpanzer haben wir bekommen. Körbchengröße Doppel-D. Das schneiden wir raus. Warum? Man braucht aber zum Spielen. Alter, du kannst dich nicht anschleichen und töten. Ich weiß, dass es in den Dark Souls Spielen immer so was gibt. Oh, da, oh, da sind zwei. Wir sind hier! Tja. Bleib in Bewegung. Spiel den Rollmops. Breitschwert. Spiel den Rollmops. Der kriegt keinen Rückschuss. Aber mit Speer ist länger. Im längeren. Der war zu einfach, da sage ich jetzt nichts zu. Doch nicht so lang. Ich habe meine Länge unterschätzt. Auch dazu sagen wir jetzt nichts. Mann! Wir müssen uns einen da schon wegwerfen, ne? Oh, oh Gott. Das Ding ist, in den normalen Dark Souls Spielen hast du immer so 5, 6 Heiltränke, wenn die leer sind. Da liegt halt einfach so ein Beetpult und dann hast du die wieder voll, weißt du? Mhm. Und hier ist halt so, hier muss ich selber erfahren. Das heißt, wenn ich jetzt hier 20 Stück... ne? Oh Mann, wann muss ich mich denn noch in jedem Kackschlag heilen? Wir scheinen aber gute Waffen zu haben, die will ich haben. Ich habe keine Ausdauer. Warte mal kurz, Jungs, warte mal kurz. Spielpause. Heil dich. Nein! Ich hasse ihn.
Mann, man kann ihn blocken, das ist unfair. Ich kann auch blocken, ne? Oh. Oder auch die Axt raus. Aber dann habe ich keinen längeren mehr. Noch der nächste. Habe ich einen größeren Unterschied. Du hast ja dann gerade auch mit der Axt kaputt gekriegt. Das war ein dämlicher Plan, den du hattest. Nee, war kein dämlicher. Du weißt doch, wann er schlägt und wann nicht. Ich konnte nicht ausweichen, weil ich immer langsam in Angriff drin war. Jetzt brauchen wir wieder ganz. Oh. Das ist bitter, ne? Und so gut ich bin, habe ich natürlich nicht gemerkt, wo du langgelaufen bist. Das Breitschwert ausprobieren. Ah, oh, da. War das hier? Irgendwo draußen. Da, ne? Da. Mhm. Das. Das Schwert gefällt mir da mal. Und warum hat der davon nichts mitbekommen, hä? Haben wir die Kiste noch nicht geöffnet? Ja. Weil wir rausgegangen sind, wir sind gar nicht durchgelaufen. Oh. Haben wir bessere Stiefel bekommen? Frage: Wird das Spiel angehalten? Wie meinst du das? Oder könnte jetzt auch noch von hinten kommen? Bom, bom. Ich glaube, wird angehalten, ne? Wollen wir ausprobieren? Oh. Nee, probier jetzt nicht aus. Das muss ja wieder von vorne anfangen. So, nein. Okay. Siehst du. Okay, das war jetzt die Frage. Ist ja dann interessant zu wissen, dass das Spiel nicht angehalten wird, sondern da müsst ihr schon aufpassen, dass er dann irgendwo aus der Sichtweite von den Bananenbiegern seid. Also was ich gut finde, bis es an dem Breitschwert ist, bei den anderen Schwertern, zum Beispiel bei der Axt, kann ich dreimal angreifen und dann macht er eine kurze Pause. Hm. Hier kann ich permanent durchspammen. Hier haben wir nochmal ein Bastardschwert bekommen, das schwächer ist. Und hier können wir dann auch tausende von Schwertern tragen, in dem Sinne, ne? Ja. Gibt jetzt hier nicht, du kannst zwar auswählen im Menü, das und das und das und das, aber er kann alles mitnehmen in dem Sinne, im Inventar. Das ist ja schon mal gut, ne? Was mich fragt, also in Dark Souls spielen ist immer, du musst immer aufpassen, was du anziehst. Wenn du zum Beispiel viele schwere Sachen hast, bist du zum Beispiel langsamer bei diesem Ausweichen. Mhm. Ich frage mich jetzt, wenn ich das ganze Ritter-Set habe. Natürlich, aber ist das, ne? Also ist das Spiel dann so, so realistisch, dass ich dann langsamer beim Ausweichen bin? Oder sagen die, ja, du bist der krasseste Samurai. Theoretisch wäre es normalerweise, ne? Müsste schon langsamer werden, klar. Mein Gott. Weg. Ich krieg Sachen. Was war das denn? Weiß ich auch nicht. Ich krieg Quest. Ich bin hängen geblieben. Das Thema hatten wir schon mal, ne? Schwer, ne? Gut wäre jetzt natürlich hier, wenn das eine Art Brandbomben hätte oder, ne, so Nebelgranaten, das andere irgendwie so ein bisschen abgeblendet werden, weißt du, was ich meine? Mhm. Dass man sich da einen nach dem anderen rauspicken kann. Ich weiß nicht, gibt's das nachher hier? Ich weiß nicht, Rauchbomben. Ich hab mir halt nichts angeguckt vom Game. Hm. Rauchbomben oder was weiß ich. Wow! Die
rennt hinterher. Du könntest Steine werfen. Echt? Ja, wie gesagt, also das Blöde ist natürlich, man kann sich die dann nicht einzeln rauspicken, ey. Dann rennen natürlich beide hinter dir her, wie die halbgewordenen Ochsen. Wobei... Warte mal. Oder geschweige denn, da sind doch welche mit Bogen. Kannst du den Bogen nicht aufheben? Vielleicht droppen die den Bogen mit etwas Glück, aber... Hm. Aber da könnte man von Weitem schon mal ein oder zwei bearbeiten, weißt? Ich würde mal sowas ausprobieren. Aber wenn ich jetzt sterbe, ist hier ein Cut. Natürlich beide, ne? Ja. Aber mich wundert hat auch, dass die ihre Plätze so weit verlassen. Was soll ich meinen? Und hier hinterher rennen. Da konnte ich nichts mehr machen. Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da kommt der. Die Frage ist. Also der schwere Angriff ist zum Durchbrechen. Oh. Aber warum sollte ich jetzt hier, wenn das Durchbrechen benutzen? Weil es kostet mich doppelt so viel Ausdauer wie ein normaler Schlag und macht dafür nur 40 Schaden mehr. So. Hä? Stein! Geh da nicht so weit, Mann. Mann, weich da nicht ab! Da hast du. Nimm mal die andere Richtung. Geh mal da lang weiter. Ich weiß, aber irgendwie. Geh mal da lang und sammel da erstmal was ein noch da. Vor allem sind die Gegner hier einfacher. Ja, doch, da ist ein Ritter. Genau. Kannst du nicht da hoch? Ja, aber das schien mir da gerade schon richtig. Also da war ja auch eine große Kiste. Ups. Ja, vielleicht ist da. Was habe ich gerade am Anfang gesagt? Primär gucken, dass man die Checkpoints sucht. Ja, aber bei solchen wissen, dass da einer ist. Ja, ist ja, ja, du hast dich ja nicht in dem Sinne überall umgeguckt. Du hast ja sofort angegriffen, Alter. Das sind jetzt die zwei Ritter, ne? Mhm. Der finde ich auch doof, ne? Wo kommen denn dann beide? Beide, ja. Das also das ist realistisch, ja, aber... Ja. Wenn ich was Realistisches haben will, dann gucke ich mir den Simulator an. Ja, dann gucke ich bei Lusor vorbei. Ich glaube, wir haben gerade Glück. Ja, der andere ist weg. Das könnte was werden. Da ist ja andere. Noch einer! Das war gut. Gib mir alles.
beschissen oder was? Mhm. Du siehst ja, Wache des Tower London, Hose links, ne? In der linken Spalte. Mhm. Da steht ja die 9. Ja, ja. Ja, und da oben hat 27, das ist besser. Bin schon langsamer, oder? Ja, ne? Status. Du musst die Stampfer anziehen. Warte, wie liest man denn hier? Beweglichkeit C, ja. Ich hätte gern B. Doppel B. Was ist los? Ich weiß auch nicht. Du lässt mich da immer zu ein. Ich? Ja, ja klar. Du sagst B, ich sag Doppel B. Finde ich ziemlich sexistisch von dir. Wirklich, das ist schon mal so. Wo sind solche Wörter her? Da, neben den Steinen. Die Gallensteine kannst du schmeißen. Na komm, den packst du aber. Nein, ist der ja auch ein bisschen einfacher, wa? Adios. Beim ersten Versuch. Das schneiden wir alle raus. Wollen wir machen? Nein. So, die Leute sollen ja, ich finde, man muss ja nicht übertreiben mit dem mit ja, Sterben ja. Da, ne? Aber die Leute sollen ruhig sehen, wie schwer das auch ist. Das ist ja. Jetzt schreckt ja auch, guck mal, mich schreckt sowas ab. Solche Spiele ist dann zu spielen, weißt du? Wenn du so oft stirbst und immer wieder neu machen musst. Und ich sag mal, bei Dark Souls ist das sogar noch schlimmer, ne? Hab ich ja nur von hören sagen. Ja, da hast du ja die Seelen, die ja. Das ist damit, damit levelst du nicht, damit kaufst du eine, damit reparierst du. Ja, und dann verlierst du nachher alles, wie so ein Malach. Guck mal, wir hätten ja alle überspringen können. Hätten wir die beiden gemacht. Es schreckt ja schon ab. Was? Ja, Pin? Oder die Tod? Die Tod? Durchsuchen. Gib mir deine Seele. Schau. Die wurden gefoltert, oder? Sammeln wir da irgendwie die Seelen der anderen? Ja, irgendwie, oder? Mein Freund, die Mauer. Du musst eins werden mit der Umgebung. Oh Gott, dicker Ritter. Vielleicht schaffst du noch die Kiste vorher zu öffnen. Vielleicht ist da ja was Gutes drin. Also ich weiß, dass wenn du dich anschleichst von hinten in den Souls-Spielen, hast du immer so einen richtig kranken Angriff. Oh, da wird doch angezeigt, ne? Dieser Kreis, oder ist das... Der Kreis ist, dass ich ihn anvisiert habe. Ah, okay. Weil wenn ich das nicht machen würde, dann würde er einfach, wenn ich schlage, in die Luft schlagen. Also manchmal machen die richtig viel Schaden, habe ich das Gefühl, und dann... Wie wär's mal mit heilen? Nee, warum? Jetzt schon. Angreifen! Angreifen! Finisher. Flawless Victory. Flawless würde ich das nicht nennen. Wie macht man was habe ich denn für ein Schulschwert drin? Das Bastardschwert? Tatsache. Stufe 5. Haben wir noch was anderes bekommen? Nee. Es macht wirklich Spaß zuzugucken, aber ich glaube, ich hätte nach 5 Minuten schon ausgemacht. Ich mag halt solche Spiele. Nur, Ja, du, wir haben aber gerade schon, oder ich habe gerade bei dir schon bemerkt, so oft, wenn du gestorben bist. Ja, das ist es ja. Oh, da ist die Freundin, oder? Was?
Oh, da, pass auf, da kommt einer. Wer ist der Boss? Allah. Direkt der Henker. Hallo, Dirk. Dirk, der Henker, scheint ein bisschen stark zu sein. Ja. Döner, der Henker. Der ist sauer, der hat keinen Lohn gekriegt. Ich merk schon. Ja. Kriegt man als Henker Geld? Du hast meinen Hund getötet. Was machst du da? Weißt du auch, dass er schlägt? Mhm. Bist du verrückt? Nein, in den Souls rein ist das so, dass wenn du ausweichst, bist du kurz unsterblich. Das heißt, während du in der Rolle bist, kannst du keinen Schaden bekommen. Okay, der war aber jetzt nicht so. Ich fand die jetzt, ne, leichter als die Ritter. Ja. Finde ich jetzt auch. Hast du gut gemacht. Warum habe ich jetzt mal keine Sachen an? Achso, das ist der andere. Ich dachte, den sehen wir ja. If I die, the secret of the stones dies with me. Let me show you what these stones can do. Behold. Verbesserungskern? Wir hatten gerade einen Speer daraus gemacht. Es sieht nicht mehr nach aus, als wäre ein Verbesserungskern. Warum leben wir noch? Ich dachte, wir hätten ihn getötet. Deswegen war das so leicht. Dirk, der Henker, hat Fruchtzweige gegessen. Oh Gott. Hat schon viel Anabolika eingeschmissen. Direkt der Superhenker. Was macht die Olle jetzt da? Bündle deine Kräfte. Willst du dich verarschen? Ja, aber den musst du jetzt nicht von vorne machen, oder? Ich denk mal. Souls spielen schon. Oh Gott, Alter, das darfst du den erstmal wieder normal schwirbeln und dann wieder. Oh. Und was sollte das gerade mit der alten da? Ich weiß nicht, ob wir vielleicht einen Special Attack her. Ne? Hm. Haben oder. Double Team Move oder was? Aber der hat gesagt, bündel deine Kräfte, damit man nicht halt einfach nur so sagt. Funktioniert. Bin ich jetzt hier? Ah, da. Okay, das haben wir dann geskippt. Ja, direkt frisst mein Stein. Ich besiege jetzt nur mit Stein. Wenn er so anstürmt, erinnert mich an den Shemu-Boss, ne? An den letzten. Ja, den dicken, ne? Affen. Und Glasgow. Boah. Natürlich weicht er dann beim letzten Schlag aus. Schmeiß einen Stein. Noch ein. Dann ist er tot. Okay, jetzt müssen wir wenigstens siegen. Was ist denn da? Wie denn? Haben wir einen Super-Tick? Oben links ist dieses Geist-Ding dran, ne? Die Olle, ne? Ja, aber ich würde gerne wissen, wie ich das einsetze. Ja. Weg. Wie kann ich's machen? Das ist doch scheiße, oder? Wenn du dich auch mal nicht mehr wegbewegen kannst. Ja, das meine ich, das schreckt. Das guck mal vielleicht in eine Option rein. Geh mal in eine Option rein. Und guck mal, ob er da irgendwie was steht von der Attacke oder irgendwas. Steuerung.
Ich sehe jetzt nichts. Zurückgesehen? Ich nicht. Nein. Aber ich würde dann sehr, sehr gerne anstatt der Streitaxt den Stab benutzen. Ich habe jetzt eigentlich mit dem Menü noch offen. Ich frage mich ganz einfach, warum man das immer wieder aufruft. So. So. Ja? Dass sie wieder immer daneben schlägt, wenn ich ihn nicht anvisiere. Das ist dieses Mal keine Kiste. Komm direkt. Direkt der Supreme. Vielleicht muss er irgendwie in der Nähe von der Alten sein. Okay, die ist jetzt hinter dir. Na, guck mal, jetzt ist die da oben in der Kugel drin, aber ich verstehe nicht. Warte mal. Geh mal ein bisschen safe und drück mal alle R-Knöpfe zusammen. Seht ihr irgendwas? Okay. Ey, ich bin ausgewichen. Trink. Kreis und Dreieck gedrückt. Also während er mir das angezeigt hat. Well done. Quite a feat. Nicht mein Geist, nur damit konnte ich den Boss besiegen. Nicht mit der Rüstung, damit gehst du unter! Hätte ich jetzt bitte einen neuen Schutzgeist? Mein Alter ist kaputt. Das spielen wir Assassin's Creed 4. Ja. The journey was not an enjoyable one.
During 2 years voyage, the Hellof was lost. The Trow sank. While the Hope vanished without a trace. The good news of the Blider Boatshap was nothing but lies. Only Leifda remained. An ironic twist. For what awaited us in the Far East wasn't love. It was monsters and death. So, damit würde ich jetzt auch sagen, ist das mit dem ersten Part, war's das. Ich würde es aber mal so sagen, wir haben uns getroffen geeinigt, es werden jetzt nicht jeden Tag ein Part kommen. Vielleicht nehmen wir morgen nochmal einen auf, aber der kommt nicht morgen hoch. Wir werden gucken, dass wir alle paar Tage, alle 2, 3, 4 Tage so eine halbe Stunde bis Stunde aufnehmen. Genau. Wollten jetzt eigentlich auch das Video schneiden, aber haben uns eigentlich überlegt, wir lassen das jetzt auch so. Wahrscheinlich werden die späteren Videos, also wenn jetzt wirklich... Ja, wenn es auf hart kommt, wenn es wirklich zu viele... Wenn man so sieht, haben wir gerade den halben Boss geskippt, ne, mit dieser Fähigkeit. Aber ich würde sagen, wenn er dann nicht mehr so ist, dass wir dann das rausschneiden. Aber jetzt gerade, das ist der Anfang. Wie gesagt, ich habe auch gesagt, man soll auch sehen, wie schwer das Spiel ist. Mhm. Ne, das ist ja jetzt nicht so... man könnte das jetzt zurechtschneiden und sagen, boah, ist halt ein geiler Spieler. Nee, ich könnte es auch immer hingehen bei jedem Wort und sagen, ja, beim ersten Versuch, und dann immer so schnell, dass es wirklich so aussieht. Aber das machen wir nicht. Dann würde ich jetzt sagen, lasst bitte ein Like da. Ja. Ein Abo. Teilt das Video mit euren, euren Freunden, wenn euch das Video gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, John, mit dir. Ja, das Spiel macht mir auch Spaß. Ne, also. Ist ein bisschen nicht schlecht. Ja, ist schwer, aber es hat seinen Reiz, finde ich. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal, wenn wir das Spiel durch haben, in einem Dark Souls-Teil wieder. Ich habe ja noch Dark Souls 2. Aber dann. Das dauert noch. Ich hoffe, ich werde das Spiel jetzt nächste Woche durchhaben. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Haut rein. Ciao.